Der Betrieb wurde gegründet 1898 und 1899 von meinem Urgroßonkel in die Handwerksrolle auch eintragen gelassen. Und seitdem machen wir eigentlich schon Spezialitäten von Schwein und Rind, haben sehr, sehr viele Wurstwaren und Feinkostartikel im Laufe der Jahre dann angefangen zu produzieren, produzieren nur regionale Produkte, legen auch viel Wert auf einen regionalen Warenbezug und konnten uns dadurch halt eben gut am Markt festigen. Man schaut sich seinen Betrieb mal an, und zwar nicht durch die rosarote Betriebsbrille, sondern schaut mal ganz genau, wo verbrauche ich eigentlich Energie und wie viel wofür. Und das wurde immer mehr optimiert, zum Beispiel, dass halt eben verschiedene Maschinen nicht zeitgleich laufen, um diese Stromspitzen zu vermeiden, dass Schargen halt eben so zusammengelegt werden, dass man vielleicht mit einem Produktionsablauf zwei Schargen abdeckt. Zum Teil banale Sachen, die aber eine große Wirkung in der Summe zeigen. Und dann sind wir dazu übergegangen und haben dann gezielt geschaut, kann man hier noch Energie einsparen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll in der Produktion, haben auch die ein oder andere energiesparende Maschine angeschafft und das auch ganz transparent für den Kunden über unser EMAS-System dargestellt. Also das EMAS, also dieses Eco-Management and Audit Scheme, ist in der Hauptsache auf den Umweltschutz ausgelegt, bringt aber viele Vorteile für den Kunden. Also der Umweltschutz fängt ja nicht nur an mit einem Energieeinsparen in Form, jetzt sag ich mal, von Strom oder von Heizöl, sondern wir reden auch immer von Ressourcenschutz. Dann kommt hinzu, dass EMAS verlangt unter anderem eine sogenannte Umwelterklärung, die dem Kunden zugänglich gemacht wird. Und hier stehen ganz, ganz viele Daten über den Betrieb drin, die auch erläutert werden, warum, wieso, weshalb, die dem Kunden mal Aufschluss darüber geben, wie arbeitet mein Betrieb und warum arbeitet er so. Der Schwenk kam schon 1983. Hier sind meine Eltern hingegangen und haben gesagt, nee, also wir wollen den Betrieb so ausstatten, dass wir Energie, die uns ansonsten verloren geht, nämlich Abwärme, wieder nutzen können. Beispiel ist hier die Warmwasserbereitung, und haben bereits 1983 eine sehr effizient arbeitende Wärmerückgewinnungsanlage installiert. Eine Wärmerückgewinnung ist ein ganz einfaches mechanisches Prinzip, und hier ist normalerweise die entstehende Abwärme, also wo gekühlt wird, entsteht natürlich auf der anderen Seite Wärme. Und diese Wärme wird oder wurde früher einfach in die Umwelt rausgeblasen. Und jetzt ist es so, dass bevor die Abwärme, die nun gar nicht mehr gebraucht werden kann, halt eben rausgeblasen wird, wird diese Wärme über sogenannte Wärmetauscher im Warmwasserboiler halt eben abgegeben und das kalte Wasser aufbereitet zu warmem Wasser. Und so habe ich diese, ich sag mal, Energie in Form von Wärme direkt da genutzt, wo sie benötigt wird, nämlich zur Warmwasseraufbereitung. Die Geräte, die die Wärmerückgewinnung versorgen, das sind alle Kühlaggregate. Und zwar sitzen die bei uns in einem zentralen Kühlmaschinenraum. Das sind zum einen zwei Aggregate, die darauf laufen, auf die Kühlungen wie die Kühltheke, Kühlschrank, zwei Kühlräume, die gespeist werden davon, und eine kleine Wandkühlung. Dann ist ein Tiefkühlaggregat für die Tiefkühlprodukte, die man im Laden mit anbieten, das auch speist. Also insgesamt sind es drei Aggregate, die zentral in diesem Raum sitzen und die alle über diese sogenannten Wärmetauscher direkt an den Boiler, der natürlich auch in dem Raum steht, die Wärme abgeben. Bei unserer Betriebsgröße ist es so, dass die Anlage sich 1983 etwa binnen 4 Jahren amortisiert hatte. Und ich würde sagen, bei den heutigen Energiepreisen, sei es Heizöl oder auch Strom, ist die Anlage noch viel schneller amortisiert. Und ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, weil ab dem Moment fährt die Anlage Geld rein und ist umweltschonend. Energieeffizient arbeiten bedeutet auf der einen Seite ja ökologisch arbeiten, umweltschonend arbeiten, aber auf der anderen Seite auch ganz einfach ökonomisch arbeiten. Weil eine Energie, die ich einspare, für die brauche ich kein Geld aufzuwenden. Und es ist immer wichtiger, auch gerade in kleinen Betrieben, möglichst energieeffizient zu arbeiten, damit unterm Strich auch noch für den Betreiber was übrig bleibt. Und ich kann nur jedem raten, Schwachstellen ausloten und eliminieren, vielleicht für das ein oder andere Gerät mal einen Euro mehr ausgeben, sinnvolle Investitionen wie eine Wärmerückgewinnung einfach tätigen und dann nach 3 Jahren merken, aha, das rechnet sich. Und ich finde, das ist für viele Betriebe zukunftsweisend, weil nur so wird es in Zukunft auch noch funktionieren.